Hallöchen, Leute, und willkommen zu einem weiteren Versus Run gegen Mythos of Gaming. Hallöchen. Hi. Hi. Na, bist du bereit für eine Revanche? Ich bin sowas von bereit. Genau, das ist derselbe ich Tag. Ich habe das Gefühl, dass ich sogar gewinnen könnte, eventuell. Ja, jetzt bist du. Wenn ich die Items kenne. Richtig. Ich werde dir dann jetzt immer erzählen, was die Items machen. Das war vielleicht ein kleiner Fehler, dass ich nicht gesagt habe, dass Mega Blast immer gut ist und über Räume geht. Okay. Egal. Und ja, wir legen jetzt los, dieselben Regeln. Greed Mode machen wir nicht, finden wir beide nicht so pralle. Mhm. Und ey, mein Greed Mode an sich, ich mag den Greed Mode, aber für das Format nicht geeignet. Nee. Gut, dann würde ich sagen, zähle ich jetzt runter und dann starten wir und legen los. 3, 2, 1, go! Oh yeah, ich liebe was ist Schatz. So, jetzt geht das große Neustarten los. Ah, der spannendste Teil überhaupt. Ja, oh Gott, wieso? Ja, ich kann doch rerollen. Ne? Goldraum, da. Gib mir ein Mom's Knife, bitte. Ich habe Mom's Bra. Mom's Bra ist wenigstens etwas mit Mom. Ich würde damit starten. Nein, tu's nicht. Mit Mutters Unterwäsche kann man nie etwas falsch machen. Genau. Merkt euch dies, liebe Kinder. Ach man, wo sind denn die Itemräume? Das ist verrückt, wie man manchmal, an manchen Tagen, als ich das erste Mal Speedruns gemacht habe auf Twitch, da habe ich voll oft Mom's Knife bekommen. Das ist allgemein so eine Sache. Ich glaube, es hängt irgendwie vom Tag oder so ab. Ja. Weil ich habe immer so das Gefühl, dass man, wenn man am gleichen Tag aufnimmt, dann in den Runs immer die gleichen Items findet, ne? Ja, genau. Ja. Das ist so, das ist seit Rebirth so. Es war im alten Isaac nicht so. Es ist mir schon relativ früh aufgefallen. Mhm. Und ich glaube, es ist so. Das sehe ich auch immer bei allen anderen. Das ist irgendwie... Hängt ein bisschen davon ab, an welchem Tag man spielt. Genau, das heißt also in diesem Run viel Spaß mit Mega Blast. Ich weiß nicht, ob das auf alle Items zutrifft. Ja. Ja, das ist aber echt verrückt. Hätte gerne Monstrous Lunge jetzt wieder. Ich habe das Gefühl, mit Rubber Cement wäre das eine ganz lustige Sache. Ja. Nee. Ich hatte tatsächlich noch nie Brimstone und Rubber Cement, glaube ich, aber das funktioniert. Ah, verdammt, Itemraum, bye bye. Ach nee, was nicht funktioniert, ist ja Continuum und Brimstone. Du kennst ja Continuum, ne? Wo du durch Wände schießen kannst. Und dann kommt die auf der anderen Seite wieder raus. Nee. Das kennst du? Ich glaube, das habe ich mal gesehen irgendwo. Ja. Das funktioniert mit Brimstone leider nicht. Schade. Ja, braucht man nicht wirklich. Mhm. Aber Epic Feed aber und Brimstone funktioniert. Was? Was? Echt? Ja. Und Rubber Cement funktioniert halt mit Brimstone. Genau. Was ziemlich cool ist. Und wenn du Epic Feed hast und Brimstone, dann landet halt die Bombe und die Bombe macht wie Set-Bombs in alle Richtungen Brimstone, als hättest du Tamis Head. Ja. Ich fand's auch sehr schön, dass Set-Bombs mit Brimstone funktionieren. Ja, genau, ja. Oder Dr. Fetus mit Set-Bombs, das ist ja auch super. Allgemein ist Dr. Fetus wirklich jetzt gebufft worden, ne? Doch, der war schon. Ich vertraue ihm nicht mehr. Er war mal gut. Dann hat er sich dazu entschieden, nicht mehr gut zu sein. Ja, aber jetzt ist er wieder sehr sexy. Hast du eigentlich jetzt ein Start-Item oder startest du immer noch neu wie ich? Nein, ich habe mich für Rubber Cement entschieden. Ach, stimmt ja. Oh, fuck. Ja, dann habe ich jetzt ein jetzt Problem. Jetzt bin ich gerade, ich bin hier auf nächster L-Ebene. Oh, du blöder Rackman. Das ist der Boss, den ich am allerwenigsten mag, außer Afterbirth. Ja, das ist unfair. Der ist für mich so, der ist fast der, ja, nicht unbedingt unfair, er ist einfach, er ist nervig, er hält so viel aus. Ja, richtig, deswegen noch unfair. Noch schlimmer als Haunt. Ich meine, mit Haunt, da kann man, dann kommt da dahinter, wie Haunt funktioniert und alles, aber der Typ... Auch wenn du weißt, wie er funktioniert, was nicht so schwer rausfindest, dann hält er immer noch so viel aus und spawnt die ganze Zeit seine Spinnen. Ich habe ja immer noch einen Traum, als ich in einem Windstreak halt einen richtig blöden Eden-Start hatte. Ja, er hat mich gekillt. Er hat dich gekillt? Ja. Eieiei. Ich hatte auch einen 15-Minuten-Kampf gegen ihn. Das war toll. Aber dann starte ich jetzt nochmal neu. Ich habe jetzt auch ein Start-Item, Quadshot. Und ich habe nichts erleben und der Bossraum war direkt ein über. Das heißt, ich bin gleich in Keller 2. Eins. Ah. Komm schon. Oh, Epic Hack, okay. Nein! Verdammt nochmal. Das ist gut. Das finde ich sogar besser für Speedruns. Als Epic wieder Dr. Fetus. Hast du mehr Kontrolle irgendwie. Und es ist schneller. Und es ist schneller. Richtig. Oh, wartet mal. Nehme ich nicht mit. Oh, Mist. Ich kann den zweiten Itemraum suchen. Ich glaube, ich sollte mich durch die Türen durchsprengen. Ja, das solltest du tun. Scheiße, ey. Zum Glück ist es nicht ungefähr 6 Monate her, seit ich zuletzt mit diesem Item gespielt habe. Das ist das Gute an der Situation gerade. Das ist das Gute. Das Gute. Was war ich?
Das ist eigentlich auch eine spannende Frage. Leute machen sich immer Gedanken und diskutieren, was denn der stärkste Run war, den sie jemals hatten. Aber ich stelle die Frage, was war der schwächste, den du jemals hattest? Der schwächste, den ich je hatte? Das war irgendein Eden-Run, also auch während der Eden-Windstreaks da. Da hatte ich irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Striche in der Chest und habe mich durchgekämpft. Ich habe keine Damage-Ups gefunden, nichts. Also mein Rekord war, das war ein Run, den konnte ich aber eigentlich auch nicht gewinnen. Ja. Zwar hatte sich irgendwie, ich glaube es war ein, was, Eden-Run, ich weiß gar nicht mehr. Es hat sich auf jeden Fall ergeben, dass ich relativ früh Technology 2 und Soymilk hatte. Ach, Moment, das habe ich doch, glaube ich, auch sogar gesehen. Ja. Ja. Hast du auch Video hochgeladen, ne? Ja. Den habe ich sogar gesehen. Da kann man dann nicht mehr viel machen, weil... Ja. Mein Gott. Ja, die Folge hieß ja noch irgendwas mit aussichtslos oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, da bin ich auch 20 Minuten, habe ich rumgespielt und war noch im Keller 2 oder so. Ja. Das ist verrückt. Ah, das war das Schlimmste. Das ist verrückt, ja. Ich habe noch eine X-Erlebnis, sehr schön. Ich kann jetzt auf jeden Fall entkommen deinem IP-Kack da. IP-Kack. So. Au. Ich habe mich immer noch nicht durch die Türen gesprengt. Das ist ein Fehler. Ein sehr großer Fehler, ja. Du musst es unbedingt tun. Ich hoffe auch, dass ich jetzt... Roberts, nein! Was? Ich Idiot! Was? Nein! Ich habe nicht nachgedacht. Was? Ich habe die Flasche gesehen und dachte mir, Roberts im Bett. Nein! Was tust du? Ja, weiß ich nicht. Das war ein Moment der Schwäche. Jetzt darfst du nicht gegen Wände schießen. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Moment mal, du kannst jetzt auch... Kann ich mich nicht durch die Türen sprengen? Ah, stimmt ja. Jetzt kannst du... Oh mein Gott. Oh, was habe ich getan? Weiß nicht, start nochmal neu oder sowas? Ich weiß es nicht. Nein. Es kann noch stark werden. Ja, es kann noch stark werden. Ja, vielleicht findest du Brimstone. Wenn ich sowas wie Guppy Set finde... Guppy Set könnte ich nicht mitnehmen. Brimstone. Ah, das war dumm. Ich habe nur die Flasche gesehen und ich dachte mir, gutes Item. Das denkt man sich ja in der Regel, aber... Das ist... Okay, da ist der kleine Succubus wieder. Der kleine Succubus. Nehmen ihn mit. Inkubus ist aber auch super. Uah, fuck, ich habe Schaden genommen. Da porte ich dieses Dolch-Item, von dem ich auch nicht weiß, was es ist. Oh, nicht mitnehmen. Batteriel oder sowas. Bah. Habe ich auch nicht mitgenommen. Ekelhaft ist das. Und ich wollte jetzt auch nicht... dieses Vieh, ich habe Hippie-Kack und dieses Vieh. Ich weiß, wie stark das jetzt ist. Ach, stimmt ja. Ja, das macht jetzt verdammt viel Damage, ja. Oh, das ist stimmt, gut. Stimmt. Oh, ich habe einen Kompass. Warte mal, Keeper kann ich springen, aber nichts aus dem Automaten. Gib mir den Kompass. Nur extrem vorsichtig spielen. Ja, dann extrem läuft's. Extrem vorsichtig. Und das Traurige ist, das ist auch nicht mal das erste Mal, dass ich diese beiden Items habe. Oh mein Gott. Ich bin hier gerade auch ein bisschen am Arsch. Verdammt nochmal. Ein Herzchen noch. Gut. Ich bin nicht am Arsch. Ich kann nur nicht schnell spielen, weil ich mich sonst selber in die Luft sprenge. Ja. Das ist das Problem. Allerdings, der Succubus, der hilft enorm. Wenn ich jetzt noch irgendwo ein paar liebliche Damage-Ups herbekomme, dann... Aber das, kein Problem. Das zeigt doch hier, du hast wieder Succubus gefunden und wieder Rubber Cement nach dem Restarten. Das zeigt doch, dass alles irgendwie... Ja. Genau, davon haben wir geredet. Wobei bei mir aber irgendwie alle Items unterschiedlich sind. Das spricht dagegen. Ach, ich weiß doch nicht. Bitte. Es gibt mehr Fälle, die dafür sprechen. Ja, okay. Ich meine, man könnte auch sagen, hey, ist egal, dass es dir dann mehr auffällt, aber nein. Ja. Nein. Na gut. Ich habe übrigens wieder ein Wunsch-Item für diesen Run. Wieder ein Wunsch? Welches denn? Brimstone, Mom's Knife, Polyphemus? Nein, das ist ein ganz klassischer Klassiker. Es ist... Oh, ich hätte gern Proptosis. Proptosis? Das würde den Succubus ungemein stark machen. Ja. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Oh Mann, diese Ebene macht mich fertig. Verdammt nochmal. Na! Bist du gestorben? Nein. Okay. War nur die üblichen... Problematiken meiner Item-Kombination. Klar. Oh Mann. Ich stand zwischen zwei Felsen, wollte eigentlich da links seine Viecher wischen, dann ist die Träne einfach zweimal bei den Felsen abgeprallt. Das ist bescheuert, oh Mann. Und ich konnte nicht abhauen, weil vor mir Gurdy war. Oh Gott. Wir spielen aber hier gerade wie Profis, meine Güte. Das ich spiele absolut wie ein Profi. Oh yeah. Da gibt es nichts dran aufzusetzen. Ist hier der Boss? Allein, dass ich überhaupt das Item mitgenommen habe. Und dass ich davon zeugt, dass ich weiß, was ich tue. Dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Rubber Cement. Oh Mann. Ja, nee, hoff auf Brimstone. Ich weiß nicht, der war doch ein... Ja,
Der wird doch durch Epic Hack nicht wirklich sonderlich viel stärker. Nee, tatsächlich nicht, nein. Der bekommt eigentlich ja nur Poison Damage. Ja, das gibt's doch nicht. Ich bin wieder jeden falschen Weg entlang gegangen. Wo ist denn der Boss? Welche Ebene bist du? Flooded Caves XL immer noch. Wo bist du? So, ja, ich bin Caves 2. Verdammt nochmal. Bin auch schon relativ, habe auch relativ viel erkundet davon. Ja, warum bist du so langsam? Weil ich keinen Weg finde. Der Boss ist wieder nicht da. Verdammt nochmal. Hab vergessen reinzupacken. Kommt im nächsten DLC. Ja. Der Boss für diese Ebene. Ich hab ihn gefunden. Also ich mitbekommen mit dem neuen DLC, das da geplant ist. In Afterbirth Plus, genau. Das klingt sehr geil. Da kann man ja auch dann die Level der Zuschauer spielen und so. Das wird geiler. Ich bin halt sehr gespannt, was die Leute dann itemmäßig und sowas machen werden, weil das war ja in Rebirth jetzt nicht wirklich möglich. Neue Items einzufügen und alles. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Da kannst du echt verdammt viel programmieren, wenn du dich damit auskennst. Auchi. Nee, nimm das auch mal. Komm schon, gib mir einen Mitleids-Devil-Deal. Verdammt. Ich bin nicht in der Situation, um gegen Envy zu kämpfen. Oh mein Gott, ja. Das ist bitte immer noch auf der Caves-Ebene? Ja. Okay. Ich habe jetzt die ganze Ebene erkundet, bis auf einen einzigen Raum. Und rate mal, wo ich hin muss. und ich hätte den Large Bucket vielleicht nicht mitnehmen sollen. Oh nee, der ist nicht gut, ey. Dieser Speeddown. Er hat mich jetzt doch mehr runtergebremst, als er es sollte. Das ist gut. Ich kann sowieso alles wegsprengen. Mehr oder weniger. Ja, ich habe ein Problem hier. Quadshot ist auch eher nicht so ein tolles Start-Item irgendwie. Er ist besser als Triple Shot. Ja, auf jeden Fall, aber... Triple Shot finde ich immer so... Weiß nicht. Das ist irgendwie nicht so gut. Okay, Boss ist down. Ich meine, ich muss mir selber lassen, dass ich echt gut Damage austeile. Wenn du die Gegner triffst, ne? Und keine Wände. Ich muss die Gegner nicht unbedingt treffen, weil ich ja meinen kleinen Succubus habe. Ach ja, stimmt. Ja, du kannst einfach rumstehen. In der Warp-Ebene wirst du echt profitieren davon. Meine Güte. So. Und jetzt schon bei kleinen Gegnern, zum Beispiel Spinnen, sind absolut kein Problem, weil die einfach... Weg. Haben überhaupt keine Chance zu überleben. Das stimmt wiederum. Ich habe Probleme. Denn ich mache keinen Damage. Okay. Ist okay. Ist vollkommen okay. Na gut, wenn du sagst, dann bin ich wieder beruhigt. Ah, 6 blaue Flammen! Na. Ah. 6 blaue Flammen und nicht einen Soul Heart. Wow! Und dann habe ich mich gerade selber in die Luft gesperrt. Heiliges Kanonenrohr. Ah. Okay, wow. Kommentieren ist aber jetzt gerade schwer, ey. Die Räume sind so arschig. Oh. Broken Remote habe ich. Das ist auch sehr sexy. Ein super Item für Speedruns. Jetzt noch Gabi's Paw oder sowas. Oder ein Item, was du immer einsetzen kannst. Und ab geht's. Ja, Broken Remote bringt auch... Ja, genau. Das war das, dass man mit jedem Spacebar-Item weggeworfen wird. Und das ist super ein Item, das ich persönlich... oder ein Trinket, was ihr sagt, das ich persönlich nie verwende. Nee. Also für normale Runs ist es echt selten gut. Aber für Speedruns ist es super. Wenn du jetzt noch irgendwie Mom's Knife bekommst oder gut Damage hast... Einfach rumporten und hoffen, dass du in die Nähe des Bosses kommst. So. Eine Batterie. Dieser Succubus, der... Er schlürft das Leben aus meinen Gegnern hinaus. Ja. Das ist echt ein gutes Item. Und ich weine gleich. Ich bin positiv überrascht. Ich nicht. So eine schlechte Ebene. So. Aber wenn du gleich noch ein anderes Fledermaus-Item findest, was Lilith hat, Incubus, ne? Nimm es nicht mit. Junge, das ist jetzt... Devil Deal, oder? Ja, gibt's im Devil Deal, genau. Was macht das? Das schießt ja auch die gleichen Tränen wie du. Ich weiß nicht, vielleicht kommst du damit klar, aber ich stell mir das sehr schwer vor mit Bouncy Tears und... IP-Kack. Oder ja, das du riskierst ist, es. Nicht optimal. Nee, nicht wirklich. Und ich sterbe gleich, das gibt's doch nicht. Echt? Ja, ich habe noch ein halbes Herzchen, also... Eieiei, das ist ja eine Katastrophe Sieg hier. Sieg ist mein! Oh yeah. Mit meiner genialen Item-Kombination. Weil ich glaube, dass du sogar noch aufholen könntest, wenn du was Gutes dann findest, falls du sterben solltest. Na, ich habe Schaden bekommen. Ich krieg jetzt wieder keinen Devil Deal. Höchstens Mitleids-Devil Deal, aber... Ich habe keinen Damage. Nichts. Ich habe bisher... Ich habe doch gar keinen Devil Deal bisher. Doch, Moment, ich habe den Succubus. So. Das ist der gute Loki. Advisory, ach, wir lieben dich. Dieser Klopapier-Fuzzi. Komm
Komm schon. Kein Schaden beim Boss nehmen und dann hat man immer noch eine geringe Chance auf einen Level-Deal. Eine, ich meine, 30%ige oder 35? Genau, genau. Wenn man dann Schaden kriegt, hat man irgendwie eine Chance. Ich hab ihn bekommen. Super. Es ist Krampus. Ja, das habe ich erwartet. Verdammt nochmal. Bei mir nicht. Bei mir war es der andere Favorit. Drei rote Kisten. Ja. Wobei die okay waren. Da waren zwei Soulhearts drin. Und ein Item. Moment, weil es nicht gut so darf. Ja, rote Kisten sind auch ein bisschen genervt worden, ne, seit Afterbirth. Ja, bei Afterbirth aus roten Kisten. Ich hab nie Gapi-Items rausbekommen irgendwie. Nee, Gapi-Items. Ich hab nein! So viele Runs mit der Hand. Bist du tot? Nein! Ja. Ich hab was ganz Schlimmes getan. Gut. Was hast du denn getan? Rubber ich war im Devil Deal, hab gererollt, aber vergessen, dass ich Broken Remote hab. Jetzt habe ich mich rausgeportet. Ich hoffe, jetzt der Devil Deal ist offen. Und ich habe mich nochmal am Anfang hier der Ebene hingeportet. Oh Gott! Zum Anfang der Ebene. Jetzt muss ich Pin bekämpfen. Hallo? Das gibt's doch nicht. Einen kleinen Pinny solltest du down bekommen. Ah, wird sehr schwer. Ey, ich starte gleich neu. Oh, da fällt mir. Oh Mann, Moment. Ja? Ich das sagen, sollte ich mir selber eine Antwort überlegen. Nein, wir machen's. Was ist denn deiner Meinung nach der nervigste Boss? Meiner Meinung nach der nervigste Boss. Dem Spiel hier selbstverständlich. Nicht insgesamt. Oh, da gibt's einige. Also auf jeden Fall Ragman, der ist beschissen für die ersten Ebenen. Und dann gibt's ja noch diese Mega Fatty Superform. Oh Gott. Die diese Hakenkreuze schießt. Kenn ich noch gar nicht. Oh nee. Gott. Der ist schlimm und dann noch die Superform von Megamor, die beiden. Die sind schlimm. Ja! Die sind so rötlich. Also wenn du gleich einen rötlichen Mega-Fatty kriegst, viel Spaß damit. Ich glaube, den könnte ich down bekommen. Ja. Ich meine, ich kann theoretisch auch einfach gar nichts machen, mich nur verstecken. Also nur ausweichen. Ja. Das ist gut aktuell. Was ist dein Lieblingsboss oder nervigster Boss? Oh. Ich persönlich habe, wer mir echt Probleme gemacht hat zwischen schon, es war dieser, ich weiß seinen Namen nicht, dieser Bullet-Hell-Typ. Bullet-Hell? Der im Greed-Mode, der mit den Tentakeln kommt. Ah, ja, den habe ich schon ganz vergessen. Ja, ja, der ist schlimm. Der ist schlimm. Heilig ich meine, Schuss, der hält nicht viel aus, aber er kann oftmals problematisch werden. Ja. Vor allem, wenn es dann zwei sind. Richtig. Ah. Kein das unterstütze ich. So. Oh, ich habe hier einen Mist zusammengebastelt. Was habe ich denn da am Kopf hängen? Was ist das denn? Was ist das für ein Bommel? Vom Bomberman. Ach so, ach ja, ich habe das Bomberman-Item. Kennst du das? Das ist eine sogenannte, vielleicht hast du schon davon gehört, eine Zündschnur. Ja, ja, na, Zündschnur ist nicht, das ist so ein Bommel, so ein Ding halt. Der Devil Deal ist nicht da! Wenn es der Bomberman-Hut ist, dann ist auch eine Zündschnur. Ja. Man sollte eine Bombe sonst da oben für einen Bommel haben. Na, das ist so ein rosanes, so eine rosane Kugel, Mann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Devil nicht da. Ich nehme alles zurück. Broken Remote, für den Arsch ist das Ding. So. Wo bist du denn schon? Womp-Ebene oder was? Ich bin die Dank Depths 2. Dank Depths 2. Okay, gut. Das heißt, du bist noch nicht ganz weit weg. Au. Ich habe jetzt hier auch in letzter Zeit nicht mehr wirklich was Gutes bekommen. Und ich habe ein schlechtes Item mitgenommen, weil ich vergessen habe, dass ich es eigentlich hätte rerollen können. Weil da auch noch eine Batterie war. Allgemein, Afterbirth 1 muss man dem Spiel lassen. Das ist definitiv das Batterie-DLC. Ja, das auf jeden Fall. Da ist auf jeden so Fall. Viele Batterien. Ja, vor allem mit dem Sack Butter. Da. Whoopsie. Ach, du bist schon bei Mom. Oh, viel Spaß mit Bouncy. Oh, Cricket Set aus einer random Kiste, die random in dem Tinted Rock drin war. Hallo! Ich meine, Glückwunsch oder sowas. Chariot. Nein, ich geh weiter. Ich glaube, die Chariot wird mich nicht durch den Boss Rush geleiten. Nee. Okay, Leute, wir nehmen das hier mit. Wir nehmen das hier mit. Was hast du denn Schönes? Die Schere. Welche? Die gute. Okay. Die Körper läuft vom Schere. Fuck. Ich hab einen Megablast. Ich hab jetzt. Warte mal. Diese was? Megablast? Nicht Megablast. Nein. Ich habe aus Versehen Geld aus dem Automaten gesprengt. Aber ich hab's nicht aufgehoben. Nur die ich vom Keeper daneben bekam. Aber bringt doch nichts. Weil ich halt so eine Mega-Explosion habe. Ich hab halt dieses Bomberman-Item. Bist du ganz offiziell disqualifiziert. Ja. Ich bin raus. Verdammt, und rotes Herzchen Schaden bekommen, das gibt's doch nicht. Aber du könntest halt echt doch aufholen, weil
ich kann die Räume nicht, also mein Feed kann die relativ schnell clearen. Ja. Aber ich selber kann nicht allzu schnell angreifen, weil ich ein bisschen aufpassen muss, wo ich hinschieße. Und warum verschieße ich hin und wieder so riesige Tiers? Ja, das stimmt schon, Insgesamt bin ich auch zu Fuß sehr langsam unterwegs. Hm. Danke, dass du mir Hoffnung machst. Bitte. So. Glaube an dich, Soldat. Huh. Cowboy. Cowboy ist besser. Ja, komm. Ja, Soldat so klingt mein Ding. Zu ernst. Yep. Ja. So, hi Mom. Vielleicht das Ding hier ablegen, bevor ich das Space Item einsetze. Na, oh Gott. Oh Gott, nehme ich gerade viel dummen Schaden. Bin zu langsam. Das gefällt mir. Oh Gott, Terratoma, ich werde. Okay. Oh Gott! Terratoma ist sehr schlimm. Spinnen. Die sind überall. So. Ich kann absolut nichts dagegen machen. Ah, kein Devil Deal. Ich habe auch keinen bekommen. Bin jetzt in Utero 2. Boss, was schau, nichts Tolles. Utero 2 bist du? Ach du Scheiße, ich bin jetzt erst im Utero. Oh oh. Oh, ich hätte neu starten sollen, dieses blöde Quadshot, weißt du? Soll ich mal neu starten? Der Quadshot ist nicht übel, da könnte eventuell was Gutes draus werden. Nein. Ich krieg jetzt auch wieder Schaden hier. Das ist. Ich bin gleich tot. Könnte ich sagen, ich bin auch alles andere als sicher unterwegs. Weißt du was? Ich riskier's jetzt, ich starte neu. Das ist sehr riskant. Das ist sehr riskant, aber wenn ich jetzt Mobs Knife oder sowas bekomme, Tech 10, dann kann's was werden. Tech 10 hatte ich ehrlich gesagt noch nie wirklich im Spiel. Ah, ist auch sehr rot. Alle bekommen den dann und ich weiß, was er macht. Ich hatte ihn nur mal, ich glaube in dem Azazel-Run war das. Okay. Da ich dann Tech 10 bekommen und es hat absolut gar nichts gemacht. Ja, bei Azazel, na klar, das ist nicht wirklich toll. So, wo sind die Itemräume? Das wäre toll. Bei mir gibt's keine. Allerdings stellt sich jetzt doch heraus, dass der kleine Succubus. Ja. Und vor allem jetzt durch die Tatsache, dass ich vorhin noch Cricket Z gefunden habe. Alles tötet wie sonst was. Ja. Oh, Scheiße. Und ich feuere hin und wieder gigantische Tränen ab. Ich verstehe nicht so ganz warum. Was hast du denn für Items noch? Ich sehe ja nichts, was sowas machen würde. Irgendjemand wird schon wissen. Klärt mich auf. Wie sehen die denn aus, die Dinger? Die großen Tiers? Ja, die großen. Normalen, nur größer. Okay. Ich versuche gerade nachzudenken, aber. Ja, hin und wieder kommen größere. Ich habe keine Ahnung, was du da für Probleme hast. Ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Okay, ich würde sagen, ich mach mal ganz kurz die Cheat Engine an. Habe ich nicht verboten. Dann mach mal an. Das könntest du von mir aus machen. Verdammt nochmal. Wo bist du jetzt, Kathedrale? Nee. Immer noch da, wo ich vorhin war. Komm schon bitte, lieber Itemgott, sei bei mir. Aber ich wäre echt. Problem ist, dass ich meine Karte nicht sehe. Okay. Das ist gut. Willkommen in meiner Welt. Na? So, oh, ich habe einen Emperor gefunden. Nicht dein Ernst. Ach du Scheiße. Ja, gut, das war's dann. Das war's. Diese Runde geht an dich. Aber ich hätte da auch. Muss ich nur noch ganz langsam zu Eclipse rüber spazieren. Genau, die Kathedrale. Was hältst du euch von diesen Kisten mit den Stacheln? Ich mach die nie auf. Ich mach die auch nie auf. Ganz selten. Ganz selten. Bin ich bescheuert irgendwie. Vor allem, es sind graue Kisten. Ja. Ich hasse die grauen Kisten. Ich würde nie wirklich irgendein Risiko für eine graue Kiste eingehen. Oh, Small Rock. Schön, oh Mann. Die Zuschauer sind bestimmt überhaupt nicht genervt von meinem Neustart-Sound. Ich glaube, hier blende ich einfach deinen Sound ein. Ja, aber wie gesagt, nochmal hier, bevor ich niedergemacht werde, zu verteidigen. Wenn du meinen Sound einblendest, dann hört man aber dich doppelt. Das ist okay. Man kann nie genug von Holly hören. Oh nein. Ach Mann. Ja, so zu meiner Verteidigung. Ich hatte kein Damage, nur noch. Es ist noch nicht vorbei, ich hätte hier immer noch auf die Ebene. Richtig. Okay, Dollar. Warte mal, was ist im anderen Itemraum? Okay. Da. Das ist viele Batterien! Oh Gott. Komm schon, gib mir ein Start-Item! Was hättest du denn gerne als Start-Item? Mom's Knife oder auch Ipekick. Aber ohne dieses komische. Kein Roberts Event. Nee. Du für ein Langweiler. Ja, ich weiß nicht. Dieses Item funktioniert nicht ohne Roberts Event. Kannst du es ja vielleicht. Nützlich. Ich hatte es mal, glaube ich. Was anderes als Gegner damit treffen, ohne ich selber in die Luft zu sprengen. Ja, na doch, hast schon recht, klingt verlockend. Dann noch Tami Set am besten. Und dann läuft's.
So, ich hab jetzt... Ah, ich geh nicht nach Hasch. Was ist? Hab ich gerade über... Oh Gott. Ach, mach doch mal. Zum Glück bin ich nicht rein. Ich habe nämlich gerade nachgedacht. Ich dachte mir, ach, der Boss Rush. Und dann auch halt, das ist nicht der Boss Rush. Okay, Isaac. Okay, warte mal. Ich habe jetzt ein Start-Item. Ich rase jetzt los. Vielleicht schaffe ich's. Ja. Ich kann noch sterben. Du kannst noch sterben. Und ich kann den falschen Weg finden. Ja, unwahrscheinlich. Hast du viel Leben, ja? Jetzt einfach... Ey, ich habe noch genug Leben. Ja, das einfach ein bisschen vorsichtiger spielen. Oh, und wenn es sein muss, kann ich auch einfach den Succubus alles machen lassen. Diese blöde Emperor-Karte. Na, die hat mir ungemein weitergeholfen. Ja. Und Isaac ist down. Nein! Und danke für den Chat. Genau, der gibt mir noch rote Herzen. Wow, okay, ja. Sehr schön. Liebe Chess, was hast du für mich? Was würdest du sagen, bekomme ich? Du bekommst jetzt auf jeden Fall noch Polyphemus. Ich habe da Dr. Peters. Dr. Peters, ich würde mitnehmen. Ne, verdammt, doch, würde ich sogar wirklich mitnehmen. Ich dachte, ich kann dich jetzt noch umbringen, aber... Ich habe mal rerollt. Okay. Die Sache ist nämlich, ich hatte schon mal so einen Versus-Run und da... War ich auch, da waren wir beide relativ gleich auf. Und dann hier in der Chest, dann dachte ich mir, okay, ich liege ein bisschen hinten, ich habe nur noch eine Chance. Ich nehme jetzt einfach mal Dr. Fetus mit und hoffe auf das Beste. Ja. Das Beste ist nicht eingetreten, ich bin gestorben. Ja, aber du hast ja noch Eidbekick und so, das klingt eigentlich sehr gut damit. Also... Naja, ich weiß nicht, ich habe jetzt Splash Damage, das funktioniert richtig gut mit und mit Bouncy Tears und sowas, oh ja. Viel Spaß damit. Nein, es funktioniert wirklich gut damit. Okay, echt jetzt? Also ich meine dieses mit der grünen Soße am Boden. Ah, das ist ein riesiger See, der da entsteht. Ja, das vergesse ich schon immer wieder. Das ist ziemlich super. Mhm. Ja gut, ich irre hier in Basement 2 rum, also streng dich an. Ich tue mein Bestes. Streng dich an. Wiederbelebung, wo kommt die her? Hast du nicht eine Emperor-Karte? Doch, die habe ich aber in der, Ach so, okay. Ah, ich dachte, du setzt in die Chest ein. Ah. Die hat mir zu viel Monstro 2. Mhm. Ich meine halt die Chest auch, aber nicht in dem Ausmaß. Ja, ich dachte nur, du kannst dich da dann durchsprengen durch die Türen und in der, Emperor. Nein, ich kann mich nicht durch die Türen sprengen. Ach, stimmt sehr, sehr schlecht. Moment mal. Ach, guck mal, gut. Lässt sich schlecht, positionieren, wenn Gegner noch da sind. Sehr schlau, auf jeden Fall sehr schlau. Vielleicht kriege ich ja noch gleich Emperor-Karte, Blank-Karten, da hole ich dich ein. Kann ja mal passieren, ne? Dann würde ich aber auch Lotto spielen gehen heute. Richtig verkehrteste Sache. Denn bei Glücksspiel kann man gar nicht verlieren, liebe Kinder. Recht? Moment. Das habe ich nicht gesagt. So. Tja, Mann, hätte ich direkt die... Ach, ich habe den Sacrifice Dagger, der ist auch richtig gut. Der wurde ja auch gebufft. Der macht sowas von Damage. Echt? Ja, stimmt, ja. Das ist mir auch vor kurzem aufgefallen, als ich den Greedmon vor kurzem gespielt habe. Gegen super Item. Ultra Greed, da hatte ich den vor. Oh. Ich habe mir noch alles rerollt und ich hatte Monstrous Lunge, Tiny Planet und Epikek. Du kannst dir das Ergebnis denken. Ja. Und hast dann nur mit diesem Sacrifice Dagger gekämpft. Ja. Und das hat eine Menge Schaden gemacht. Ja. Aber die Four ist immer so verlockend. Ja, ich würde es einsetzen. Ganze Zeit. Auf jeden Fall aufladen. Ja. Oh nochmal. Gott, ich... Ah, Moment, ich habe ihn wiederbelebt. Nein! Ach. Sag ich, egal wie viele Herzen ich verliere, ich kann eh noch wiederbelebt werden. Das ist jetzt scheißegal, was du machst. Du riechst eigentlich schon am Sieg. Du knabberst schon am Sieg. So. Ich möchte ihn schmecken. Oh ja. Der köstliche Sieg. Und dann kann mir nie wieder jemand sagen, dass ich schlecht in Isaac bin. Dann kann ich sagen, hey. Ja, siehst du. Gegen Holly gewonnen in Ruhe. Und das ist offiziell. Und ich bin dann offiziell der Bessere. Und du hast den Mega-Blast. Ja, das ist offiziell sowas von. Also ich werde auf jeden Fall auch danach aufhören und wahrscheinlich dann mit Candy Crush anfangen. Schon wieder Quad Shot. Okay, gut, die Theorie stimmt. Sag ich doch. Die Theorie stimmt. Ach ja, aber es ist ja gut. Dann steht es ja 1-1. Dann können wir ja noch einen Run machen. Und das ist der alles Entscheidende. Das mein ist ja Gott. Ein Turnier. Ich glaube, der Punkt jetzt schon nicht klar. Hör ich auch nicht. So. Gott, du, diese Chest ist gerade... Ah, ist sie gerade riesig. Das mein Gott. Klingt gut. Ah, nimm das hier mit. Weiter. Loco. Der überraschende Pin-Auftritt. Wieder mal gelungen. Diesmal waren es nur 6 Stück, die mir direkt ins Gesicht geflogen Überraschung, sind. Überraschung, 6 Stück? Ei. Oder 4. Genau gezählt. Oh Gott. Sie waren auf jeden Fall überall. Ja. Nein, nicht überall. Sie waren genau auf einem Fleck. Und der war auch auf dem gleichen Fleck.
Okay, Polaroid, schütz mich vor dem Blue Baby. Gewonnen. Warte, ich bin gerade, also auf jeden Fall Glückwunsch, ich hab jetzt den Angel Deal und ich möchte jetzt nochmal den Engel besiegen und mal kurz den Godhead erwürfeln. Das wäre schön für die Quote. Richtig. Ich meine, beim letzten Mal kam er nicht, das ist, was ist da los? Es kann auch sein, dass ich jetzt abkratze. Ich hab noch ein halbes Herzchen. Nein, ich bin tot! Wir werden es nicht rausfinden, nie wieder. Das war eine Katastrophe. Aber dafür war es umso besser bei dir. Und herzlichen Glückwunsch. Du hast mein Holly-Match jetzt gewonnen. Ich schicke dir dann die Holly-Box und die Holly-T-Shirts zu. Ja! Den Holly-Aufkleber. Das ist in jeder Teil mit der Urkunde, die du auf irgendeinem Urkunden-Creator erstellt hast, oder? Genau, ja. Ey, das ist auch Aufwand. Der süßeste Sieg aller Zeiten. Ach man. Ja, nee, war geil. Und war eine schöne Runde. Auf jeden Fall. Und demnächst gibt es dann noch eine Runde und schauen wir mal, was dann abgeht. Dann werden wir beide bis zum bitteren Ende. Da wird es nur noch Millisekunden handeln. Ja, ich glaube auch, das wird das große Finale. Heilige Scheiße. Darauf haben die Leute immer gewartet. Oh ja. Jetzt haben wir was versprochen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.